Herzlich willkommen zu den PropTech und ConTech Video-Interviews zu Kooperationen mit der Immobilien- und Bauwirtschaft. Heute habe ich die Ehre, ich freue mich, Sebastian Frederik Jakobsen zu begrüßen von Matteo. Herzlich willkommen. Hi, servus. Schön. Vielleicht vorweg einmal, warum wir die Interviews durchführen, ist aufzuzeigen, wie Unternehmen und Startups und auch Softwareanbieter zusammenarbeiten können, was so die Mehrwerte sind und wie man auch zwischen beiden die Brücke bauen kann, dass es da zu Zusammenarbeiten kommt. Vielleicht gleich zum Start, Sebastian, erzähl doch mal, wer bist du, was macht ihr? Ja, mein Name ist Sebastian Frederik Jakobsen, sehr langer Name. Und ich bin einer der Geschäftsführer und auch Gründer von Matteo. Und bei Matteo haben wir die Vision, wirklich das bestmögliche Vermietungserlebnis für Verwalter zu schaffen. Verwalter sind vor allem Hausverwaltungen, ne, im Dachbereich, aber auch europaweit in Zukunft. Und wie erreichen wir das am Ende? Ne? Wir denken die Interaktion zwischen dem Verwalter, dann dem Mieter, dem Eigentümer und auch den Dienstleistern, also zum Beispiel Handwerkern oder aber auch Städte. Ne? Das sind ja auch viele Prozesse, die eine Stadt mit involvieren, irgendwie Behörden. Ne? Und diese Interaktion zwischen diesen Parteien, die denken wir komplett von Grund auf neu. Und wie machen wir das? Durch den Matteo Autopiloten, den wir entwickelt haben in den letzten Monaten, und die Entwicklung ist sogar noch ein paar Jahre zurück, so fast, wo wir im Prinzip ganz viel automatisieren, ne? Ganz viele Prozesse, Interaktionen automatisieren, standardisieren, aber dennoch, und das ist ganz wichtig wirklich zu betonen, dennoch bleibt es persönlich, ne? Und das ist unser wirklich großer Vorteil und weswegen auch viele Kunden uns lieben, weil wir trotz der Automatisierung nach wie vor sehr menschlich unterwegs sind und auch sehr persönlich, was gerade im Bereich der Kommunikation und Interaktion super wichtig ist. Genau. Jetzt muss ich nachfragen, weil du es so betonst. Was macht diese Persönlichkeit aus? Ja, ich meine, jeder kennt das, ne? Du bestimmt auch. Wenn man bei jetzt einem Mobilfunkdienstleister die Hotline anruft oder auf der Webseite ist unten so ein Chatbot, den man anklickt, ne? Und dann wird man von einem Roboter abgefrühstückt, sage ich mal. Und ich persönlich denke dann oft so, oh, ich möchte doch eigentlich einfach nur mit einem Mitarbeiter sprechen, weil mich der Roboter nicht versteht, ne? Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Und da haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass dieser Roboter dennoch, den wir haben, dieser Autopilot, ne, dass der halt eben anders ist, ne, und dass der es schafft, deine Bedürfnisse zu erkennen und dementsprechend auch mit dir zu kommunizieren. Und bei, es gibt manche Fälle, da muss ein Mensch draufschauen. Ne? Wir sagen nicht, wir automatisieren alles, weil das ist der falsche Ansatz. Das machen viele Wettbewerber, ne? Glauben wir aber nicht, dass das zielführend ist. Wir glauben, zielführend ist, dass wir Standardsachen, Routinesachen, wie zum Beispiel, wann kann ich kündigen oder Schlüssel ist verloren. Ne? Das sind Routineanfragen mit Routineprozessen dahinter. Und die automatisieren wir durch unseren Autopiloten. Und dann haben wir halt eben on top aber den Prozess, wo wir dann Themen, die eskalieren, wo ein Mensch drauf schauen muss, weil sie irgendwie komplexer sind, die leiten dann weiter an den Mitarbeiter. Und dann tut nach wie vor ein echter Mensch draufschauen, beantworten, wird dann zwar von unserem Autopiloten auch geführt, also es ist sehr strukturiert für den Mitarbeiter, aber er hat halt eben einfach eine Guidance, sage ich mal, so einen, einen Prozess, den er befolgen kann. Und das Ziel am Ende ist davon, dass der Mitarbeiter glücklicher ist, effizienter ist, ne? Der Mieter auch glücklicher ist, weil glückliche Mieter führen auch zu glücklichen Verwaltungen, so ganz einfach die Gleichung. Und das ist so, weswegen wir glauben, dass das ganz gut funktionieren kann mit so einem Autopiloten. Klingt nach einer guten Aufgabenteilung. Hoffentlich, ja. Und Sebastian, wenn wir über die Mehrwerte von Matteo sprechen, kannst du uns vielleicht ein Beispiel geben, zum Beispiel bei Hildebrand und Hees? Was sind die Mehrwerte, wie profitiert der Kunde von eurer Lösung? Ein ganz großer Mehrwert ist auf jeden Fall, dass wir die Interaktion zwischen dem Verwalter, in dem Falle Hildebrand und Hees, dann aber auch dem Mieter oder Mieterin, ne? Also die am Ende da leben, und natürlich den ganzen Dienstleistern, diese ganze Interaktion wird ja bei uns automatisiert, ne? Und die Prozesse werden auch gewisserweise gestreamlined, also gerade gezogen und standardisiert größtenteils. Und dennoch ist alles sehr persönlich, ja, ne? Das ist uns mal ganz, ganz wichtig. Und jetzt konkret bei Marcel und Hildebrand und Hees, ne, haben wir es geschafft, innerhalb von wirklich wenigen Wochen das System live zu setzen und da auch am Ende die Prozesse zu optimieren, eine hohe Automatisierung reinzubringen und zeitgleich aber die Qualität der Anfragen nochmal persönlicher zu machen, auch zu steigern, ne? Also das ist, glaube ich, wirklich ein cooler Mehrwert. Und am Ende, ich meine, Marcel, du wirst ja gleich ein paar Worte zu sagen, ne? Hilfst einfach wirklich eine Hausverwaltung ins neue Zeitalter aufzubrechen und am Ende auch zu skalieren, zu wachsen
und auch einfach ja, besser zu werden. Ne? Und das ist uns immer ganz wichtig bei Matteo. Und da freuen wir uns, unsere Kunden auf diese Reise mitzunehmen. Und wie gesagt, Marcel war einer unserer ersten Kunden, mit dem wir dann wirklich sehr intensiv Co-Innovation-mäßig die Lösung getestet, gebaut haben. Und ja, jetzt ist sie live und sehen da wirklich riesen Mehrwert. Aber Marcel, dazu kannst du bestimmt ein bisschen was sagen. Hallo, Marcel Hauptmunder von EDV in Wiesen-Mannheim. Wir sind hier ein regionaler Bestandshalter. Wir verwalten eigentlich alle unsere Immobilien selbst. Wir haben so ungefähr 1000 Wohnungen, die wir aktuell verwalten. Und unser Ziel war letztendlich eine einfache Lösung für unsere Mitarbeiter zu finden in der Kommunikation mit dem Mieter, so als auch für den Mieter letztendlich eine schnellere, kompliziertere Kommunikation. Also wir arbeiten ja seit Anfang an letztendlich zusammen, haben auch so ein bisschen mitentwickelt sozusagen, oder sagen wir die Problemstellung mit eingespielt, letztendlich welche Themen bei uns sozusagen aufpoppen, letztendlich was so Anfragen sind, die immer wieder kommen, was am Ende auch für den Mieter irgendwo eine wichtige Information ist, die er gerne schnell hätte. Und wir haben dabei festgestellt, dass ein Großteil unserer Anfragen letztendlich standardisiert beantwortbar sind. Und am Ende des Tages haben wir dann ein deutlich schnelleres Ergebnis für den Mieter und letztendlich eine deutliche Arbeitsentlastung bei uns, weil wir nicht immer so standardmäßige Fragen beantworten müssen, beziehungsweise Sachen, die sie eigentlich automatisiert abrufen lassen. Und für uns ein großer Vorteil, weil natürlich weniger Mitarbeiter, also die Mitarbeiter weniger mit sagen wir Standardsachen beschäftigt sind, sondern sich darauf konzentrieren können, was am Ende tatsächlich spannend ist. Und für den Mieter ist wirklich ein großer Vorteil, dass natürlich die Kommunikation deutlich schneller geht und die Mieter am Ende des Tages auch deutlich entspannter bedient werden, sozusagen. Super, das klingt ja nach Mehrwerten sowohl für euch als auch für die Mieter. Gutes Fallbeispiel. Dann würde ich weitergehen, Sebastian. Erstmal vielen Dank, Marcel, für deine Zeit. Gerne. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Und Sebastian, kannst du uns von einem Kooperationsbeispiel erzählen, wo ihr zusammenarbeitet? Sehr gerne. Wir haben ja Anfang dieses Jahres unseren ersten VC, also Venture Capitalist, das ist ein Investor am Ende des Tages, ein Geldgeber, reingeholt und die heißen Fixed Urban Investments aus Mannheim. Und uns war ganz, ganz wichtig, dass es neben dem reinen Geld auch ein strategischer Partner ist für uns, der uns in vielen Themen hilft, unterstützt und auch ein bisschen die Branchenerfahrung mitbringt, weil das ist, glauben wir, ganz, ganz wichtig, dass man die Lösung wirklich sehr, sehr nah an den, sage ich mal, Problemen oder an den Herausforderungen der Kunden entwickelt. Ne? Und deswegen haben wir das mit Sticks Urban Investments zusammen gemacht, wie gesagt, ein VC aus Mannheim. Und die haben das sogenannte Sticks Living Lab. Und dieses Sticks Living Lab ist im Prinzip eine Testumgebung mit echten Mietern, echten Häusern in Mannheim, bestehend aus so ungefähr 1000 Einheiten, also 1000 Wohnungen, die wir wirklich in diesem Lab zur Verfügung haben. Und da können wir wirklich dann in Echtzeit, sage ich mal, das ist, glaube ich, deutschlandweit auch einmalig so, können wir da testen und unsere Software weiterentwickeln und wissen halt eben bei jedem Feature, das wir bauen, bei jeder Funktion, bei jedem Business-Prozess, was auch immer es ist, ne, wissen wir direkt, dass es funktioniert und dass es gebraucht wird, weil wir halt im Hintergrund dieses Living Lab haben, was wirklich einmalig ist in Deutschland. Und ich kann jedem, der das schaut und der ein Startup hat, nur empfehlen, wirklich da auch dieses Living Lab anzuzapfen, wenn es möglich ist. Ist ja ein tolles Wertversprechen für euch vom Investor und auf der Kehrseite natürlich auch ein super Testfeld, um Innovation auf die Straße zu bringen, auszuprobieren. Genau. Spannend. Kommen wir zur nächsten Frage. Thema Tipps und Tricks für die Zusammenarbeit von Unternehmen und Startups. Was siehst du so als, welche Erfahrungen hast du gemacht, welche Herausforderungen gibt es und vielleicht hast du die anderen dann Best Practices, wo du sagst, darauf sollte man achten, das ist wichtig für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ja, ich glaube, was immer sehr wichtig ist bei der Zusammenarbeit ist am Ende des Tages, dass der Fit da ist, also dass am Ende sowohl das Unternehmen, der Partner oder der Investor, wer auch immer es jetzt ist, mit dem man zusammenarbeitet, das sind ja oft sehr viele Parteien, dass da einfach ein ja, dass man fit da ist, also dass man am Ende wirklich sich gut ergänzt, ne? Dass es nicht gezwungen sich anfühlt oder man irgendwie zwanghaft versucht, eine Partnerschaft einzugehen oder einen Kunden zu gewinnen, wo eigentlich schon klar ist, dass die Parameter nicht stimmen, weil die Parteien was anderes suchen, als eigentlich sie sich geben können. So, ne? Ich vergleiche es immer ganz gerne mit Dating so. Beim Dating ist es ja genauso, heutzutage mit Tinder, Bumble und was es alles gibt.
Das beste Date ist das, wo irgendwie ein Fit da ist, wo auch immer der eine sich bekundet. Und ich glaube, dieser Fit, das ist für uns bei Matteo auf jeden Fall auch oft eine Gefühls- und Bauchsache. Weil da gibt es natürlich viele Parameter, die man anschauen kann. Ne? Aber am Ende, glaube ich, ist da ganz wichtig, dieses menschliche Empathievermögen, Verständnis, ne? Und zu schauen, hey, ist das ein Kunde, der passt? Ist das ein Partner, der passt? Ist das ein Investor, der passt? Ne? Und da machen wir sehr gute Erfahrungen mit und haben da wirklich, glaube ich, sehr, sehr gute Partnerschaften bei uns und bei Matteo, weil da einfach das Ganze passt von vorne bis hinten. Perfekt, aber also Empathie und Kommunikation, eine super gute Kommunikation, sehe ich auch Tag ein, Tag aus. Dann löst man auch schwierige Probleme und die schwierigen Zeiten kommen ja meistens auch in den Startups. Immer. Es gibt jeden Tag schwierige Zeiten und das löst man nur mit einer guten Kommunikation. Cool. Genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie sieht es aus mit, was kann man in Zukunft von euch erwarten? Ja, in Zukunft kann man auf jeden Fall uns öfter, denke ich mal, sehen und auch viel erwarten. Wir werden jetzt aktuell Richtung Europa schauen. Das heißt, wir werden expandieren. Aktuell sind wir im Dachbereich unterwegs, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und werden jetzt expandieren Richtung Europa. Das heißt, vor allem mit dem Fokus auf Spanien, Portugal. Das sind unsere Fokusländer, weil wir da ein sehr großes Marktpotenzial sehen. Aber natürlich auch die Nordics, also die nordischen Länder Richtung Schweden, Dänemark, Norwegen, aber auch Finnland zum Beispiel, sind für uns sehr, sehr interessante Märkte. Und da wird ja die Reise hingehen. Ne? Wir bauen bei uns ja, sage ich mal, das führende Immobilien-CRM für Deutschland und hoffentlich bald für ganz Europa und dann mal sehen, wo es hingeht. Ne? Gute Vision, finde ich super. Vielleicht noch die Folgefrage dann auch, wie würdest du euren perfekten Kunden beschreiben? Also wenn da draußen einer der Zuschauer sagt so, klingt interessant, aber ist das eigentlich was für mich? Ja, auf jeden Fall, habe ich ja gerade eben auch gesagt, ne, wichtig ist, wer ist unser Kunde? Ne? Und der perfekte Kunde für uns sind wirklich Hausverwaltungen, die so zwischen 500 bis hin zu 10.000 Einheiten verwalten. Und wenn man sich den Markt mal anschaut, ne, sind das sehr viele, weil der Markt ist relativ fragmentiert, gerade in Deutschland, aber auch in Österreich, der Schweiz, aber auch in Resteuropa. Ne? Und in dieser Portfoliogröße, 500 Einheiten bis 10.000, das ist wirklich unser perfekter Kunde, nenne ich es mal so. Ne? Da ist der Fit sehr, sehr gut gegeben. Und genau, aber wir machen natürlich auch kleinere Kunden. Ne? Also wir haben jetzt auch aktuell Kunden, die unter 500 Objekte betreuen und für das ist das auch eine sehr, sehr spannende Lösung, weil es einfach kaum Einführungszeit hat. Also die Lösung ist wirklich, und das ist, sind viele nicht gewohnt in der Branche, dass sie nahezu Click and Start ist, nenne ich es immer ganz gerne, ne? Dass man sagt, hey, die Lösung ist hier und ein paar wenige Tage später geht es schon los. Ne? Und deswegen ist es auch spannend für kleinere. Klar, Leute, die jetzt nur 1 bis 10 Einheiten haben, ne? Die sagen vielleicht, hey, ich mache das lieber über WhatsApp, ne? Oder E-Mail, das ist auch komplett verständlich. Ich würde selber, glaube ich, auch für so wenig Einheiten jetzt nicht unbedingt Matteo nutzen. Aber so ab 10 Einheiten wird spannend. Wie gesagt, richtig spannend wird es dann für die mit 500 bis 10.000. Mhm. Ja, super. Du hast gerade schon Alleinstellungsmerkmal angesprochen, dass ihr sofort ready to go seid. Also man kann sofort anfangen mit euch. Hast du noch 1, 2 weitere Punkte, die wichtig sind zu wissen über euch? Ja, ich meine, wie gesagt, das eine Alleinstellungsmerkmal ist auf jeden Fall, dass wir die Go-Live-Zeit, also die Zeit von dem ersten Sales-Gespräch oder dem ersten Kontakt bis hin zu das System ist produktiv da, die ist sehr, sehr kurz. Also da gibt es, glaube ich, wenig Unternehmen, die da schneller sind in der Branche. Und der andere Faktor ist natürlich der für uns und wo wir auch sehr gutes Feedback von unseren Kunden bekommen, dass die Lösung einfach sehr empathisch und sehr schön aussieht. Und das klingt jetzt erstmal so, okay, was bringt mir schön so, ne? Wenn man die Systeme kennt, mit denen die Mitarbeiter Tag für Tag zu tun haben und in der Branche auch ein gewisser Talentmangel herrscht, gerade wenn man jetzt neue Leute einstellen möchte für Hausverwaltungen, die sind gewohnt, dass die Lösungen so auch funktionieren wie WhatsApp, Instagram, Facebook, ne? Und da ist das schon ein großer Faktor, dass die Lösung einfach von der Benutzerfreundlichkeit und auch von dem Ganzen, wie Sachen funktionieren, wie schnell Sachen auch funktionieren, ne? Ich glaube, da sind wir ganz, ganz weit vorne. Und ein letzter Punkt noch, klar, wir haben diesen Autopiloten drin, ne? Und wenn man jetzt mal wirklich rein auf das Business schaut, rein auf die Zahlen, können wir einfach extrem viel und extrem schnell Prozesse effizienter machen und damit kann Hausverwaltung am Ende wachsen. Ne? Das heißt, sie können mehr Einheiten betreuen mit den gleichen Mitarbeitern und das ist einmalig, glaube ich, fast. Das ist ja ein überzeugendes Argument und ich denke, die Benutzerfreundlichkeit, wenn ich mir vorstelle, der Mitarbeiter, der vielleicht einen Großteil seiner Arbeitszeit an so einer Software verbringt, dann ist das natürlich auch ein elementar wichtiges Argument. Und Sebastian, wenn man euch jetzt erreichen möchte, wie erreicht man euch am besten?
Ja, über alle Kanäle eigentlich sind wir vertreten. Ne? Wir sehen, dass viele unserer Kunden auf Facebook unterwegs sind. Das heißt, auf Facebook kann man unsere Matteo Estate GmbH einfach finden. Wir haben eine Facebook-Seite, eine Unternehmensseite. Mich persönlich findet man auf Xing, auf LinkedIn. Mich findet man auch bei Instagram, bei TikTok. mich findet man eigentlich überall. Einfach googeln Sebastian Friedrich Jacobs und dann kommt man schnell zu mir oder auch zu Matteo. Und da kann man auch direkt eine Testversion anfordern. Also hoffentlich findet man uns. Perfekt, super. Sebastian, dann vielen Dank für die Vorstellung von meiner Seite, dass du dir Zeit genommen hast natürlich auch. Wir haben im Nachgang, nach dem Video, gibt es noch eine kurze Demo vom Produkt auch. Und alle Zuschauer wissen jetzt, wie man dich erreicht. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf eurer Entwicklungsreise und bis bald. Ja, vielen Dank und schönen Tag noch. Ne? Danke.